Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es um das Thema Kraftpapier, Craft Paper. Ja, das ist hier so ein braunes Papier. Das sieht auch so in der Regel auch wie so Recyclingpapier. Das hier ist zum Beispiel eine Karte. So, zack. Und einen Umschlag, den gibt es im Action oder aber auch wie hier, das ist von Hahnemühle, der Craft Papier Block. Ja, hier sind ganz, ganz viele Blätter drin. Mit dem werde ich jetzt arbeiten. Ich schlage schon mal auf. Ja, damit werde ich heute arbeiten. Und wir doodeln nämlich heute. Wir doodeln Blumen, ganz, ganz genau genommen. Und doodeln ist im Prinzip nichts anderes als kritzeln. Also das heißt im Englischen einfach nur so, sag ich mal, so ein bisschen rumkritzeln. Das kennt man vielleicht noch aus der Schule, wenn man irgendwie nicht mehr so richtig zuhören konnte oder man hatte das Gefühl, man muss nebenbei irgendwas machen, während man dem Lehrer zuhört. Oder viele machen das beim Telefonieren, dass man dann irgendwie irgendwelche kleinen Wölkchen, Blümchen, Namen dudelt, ja, das kennt ihr vielleicht oder irgendwelche so kleine Tierchen oder so, mal ganz süß so an den Rand vom Papier. Und das macht man am meisten ja dann doch irgendwie mit dem Bleistift oder mit Feinlinern, mit Gelschreibern auch. Ich habe hier so einen coolen weißen Gelschreiber, das sieht ganz, ganz toll auf Craft Paper aus. Und dann haben wir natürlich hier noch die Microns und also das macht man vielleicht auch mit Markern oder mit Filzstiften und genau. Ja, das war's eigentlich. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich noch irgendwas sagen wollte, aber nein, ich glaube, das war's erstmal. Und wir steigen einfach direkt ein. Außerdem habe ich euch dazu nämlich hier so ein Freebie, und zwar 25 Blumen-Doodle-Ideen erstellt. Das könnt ihr unten in der Infobox, habe ich euch das verlinkt, wo ihr das runterladen könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Und diese Blumen werde ich jetzt auch verwenden, einfach in meinen Projekten, die ich euch jetzt zeigen möchte, wie man das jetzt so umsetzen kann oder was für Ideen wir einfach so kreieren können. Auf dem Craftpapier. Also wenn ihr Bock habt, ladet es runter. Ansonsten packe ich das erstmal beiseite und wir fangen einmal an. Die Karte gestalten wir ganz am Schluss, deswegen packe ich die erstmal weg. Und ansonsten zeige ich euch einfach erstmal, wie wir so bestimmte Blumen einfach umsetzen können. Für meine erste Idee zeichne ich mir mit einem Bleistift und einem kreisrunden Gegenstand. Ich nehme jetzt hier dieses Abklebeband. Das packe ich mir jetzt hier auf mein Craftpapier rauf und werde jetzt hier einmal ganz leicht mit dem Bleistift, das war zu leicht, jetzt sehe ich ja hier gar nichts, werde mir hier einmal den Kreis vorskizzieren, so ungefähr, und nehme mir meinen schwarzen Feinliner und fange jetzt einfach an, um meinen Kreis herum einfach ein paar Blumen und Ornamente und Blätter zu doodeln. Und im Prinzip soll es am Ende dann so sein, als würden die Blumen hinter dem Kreis verschwinden, als würde der Kreis quasi auf den Blumen aufliegen. Das heißt, die sind zum Teil, auch wenn ich am Kreisrand angelangt bin, verdeckt. Ich zeige euch das mal. Ich doodle nämlich hier meine erste Blüte und hier fange ich mit dem Mittelteil an und gehe dann hier nach außen. Und hier kann man schon gut sehen, dass nicht alle Blütenblätter zu sehen sind, sondern einige sind hier hinter dem Kreis einfach versteckt. Ich kann jetzt hier noch ein paar Punkte reingeben und kann jetzt hier auch noch eine weitere Blüte, male ich einfach eine Rose. Die ist ganz einfach wie so eine wellige Schnecke aus dem Mittelpunkt heraus, dreht die sich so nach außen. Kann jetzt hier auch noch direkt eine andere Blüte, so, jetzt muss ich hier ein bisschen über Kopf malen, so ungefähr, zack. Ihr könnt ja dann das Blatt auch einfach drehen, so ungefähr kann das aussehen. Und wichtig ist, beim Bleistift ist es ja ganz gerne mal so, dass wir einfach öfter aufsetzen und dann mehrere Striche nebeneinander haben. Das kennt jeder, der schon mal skizziert hat. Das machen wir beim Doodle nicht, sondern da haben wir wirklich nur diesen einen Strich. Also wirklich immer nur einen Strich. Und den malen wir quasi in einem Ruck zu Ende. So.
Und ich fange immer so ein bisschen mit den größten Elementen zuerst an. Die lassen sich immer am leichtesten auf einem leeren Papier platzieren, als wenn ich irgendwie mit den kleinsten Elementen anfange. Die Blätter und so kleine Knospen, die verteile ich dann immer so ein bisschen nach Ästhetik, wie es mir am besten passt. Und ich mache jetzt einfach weiter, fange jetzt, also ja, wenn ich jetzt so grundsätzlich meine Blüten alle verteilt habe, male ich dann die Blätter weiter und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Damit habe ich jetzt meinen Außenblumenkranz quasi fertig gedudelt und ich kann jetzt hier meinen Rand, sage ich mal, an dem ich jetzt hier an meinem Kreisrand, an dem ich lang gedudelt habe, den kann ich jetzt auch noch mit dem schwarzen Feinliner nachmalen und dann sieht es wirklich aus wie eine fertige Abschlusskante. Das mache ich jetzt einmal hier direkt. Und der Kreis ist natürlich jetzt ideal zum Lettern geeignet. Dafür nehme ich jetzt mir hier einfach auch den Micron Pigma Brush Pen. Also die haben ja nicht nur die Fineliner, sondern auch den Brush Tip. Und damit kann ich jetzt im Prinzip hier einfach in die Mitte was Schönes lettern. Für meine zweite Blumendudel-Anordnung, ich glaube, ich habe das gerade 4 oder 5 Mal wiederholt, weil ich immer wieder ins Stottern gekommen bin. Das ist ein richtiger Zungenbrecher irgendwie für mich gerade. Nee, und zwar habe ich mir da einfach mit dem Bleistift hier so ein Quadrat vorskizziert, einfach mit Lineal und Bleistift. Und dafür benutze ich jetzt meinen weißen Gelstift, welchen ich verwendet habe. Den habe ich euch in die Infobox verlinkt. Das ist ein ganz günstiger. Ich habe auch diesen teuren schon benutzt. Ich finde aber irgendwie, denn die nerven halt manchmal. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Gelrollern, dass die auch schön schreiben. Und die verstopfen dann irgendwie manchmal so ganz komisch. Also das ist manchmal, die sind manchmal ein bisschen eigenwillig, ja. Wichtig hier in der Anordnung, das mache ich ein bisschen, sag ich mal, asymmetrisch. Also ich werde hier im Prinzip nur die linke obere Ecke und die rechte untere Ecke quasi mit Blüten verzieren. Und ansonsten werde ich ringsum freilassen. Ich fange mal direkt an. Und zwar auch wieder mit den gleichen Blumen, die ich euch gerade gezeigt habe, kann ich hier ganz easy mit dem weißen Gelstift so meine Blätter und Blüten draufmalen. Und wie gesagt, ich werde nicht das komplette Rechteck rundherum bemalen, sondern nur die linke obere und die rechte untere Ecke. Man muss hier übrigens auch besonders aufpassen, dass man wirklich links oben anfängt und nicht rechts unten, weil der Gelstift halt deutlich länger beim Trocknen braucht als jetzt hier der Feinliner. Und da hat man schnell mal mit der Hand drüber gewischt und das ist dann nicht so schön. Das jetzt nur noch mal so als Tipp. My head up high. Now I know I can't take it.
Man kann hier schön sehen, dass das Weiß extrem gut zur Geltung kommt vom Gelstift und das sieht irgendwie sehr elegant aus auf jeden Fall. Und gerade mit dem Blümchen, das hat einfach so was Zierliches und was Zartes. Ich kann jetzt natürlich, also ich muss jetzt hier noch ganz kurz warten, bis es wirklich gut ausgetrocknet ist. Ich kann aber hier schon mal die Bleistiftstriche, da wo ich nicht mit Weiß gemalt habe, die kann ich schon wegradieren. Das waren ja nur Hilfspunkte, also nur so Hilfslinien zur Orientierung. So sieht das Ganze dann aus. Und natürlich kann ich dann hier auch wieder mein Mittelteil wieder belettern. Das sieht bestimmt ganz, ganz toll aus. Und ich habe ja noch hier diese coole Karte, wie gesagt, aus dem Action, sehr, sehr günstig. Man kann die aber ganz toll mit dem weißen Gelstift hier verzieren. Und da zeige ich euch nochmal eine andere Anordnung für florale Blumendudel-Ideen. Und zwar werde ich jetzt hier wieder in die Mitte der Karte mit dem Bleistift einen Kreis malen. Und fange hier mit meinem Gelstift an, dass ich einen Blumenkranz malen werde. Im ersten Schritt habe ich ja die Blumen quasi hinter dem Kreis gemalt. Und jetzt ist es so, jetzt werde ich auf der Kreislinie entlang die Blumen malen, aber auch nur bis zur Hälfte. Das heißt, es wird ein floraler Dudel-Blumen-Halbkranz werden. Ganz genau. Und da fange ich hier in der Mitte einfach an. Und arbeite mich dann im Prinzip hier dudelig immer weiter nach außen und gehe hier mal rein und mal raus, also in beide Richtungen, werden die Blüten hier und die Blätter quasi raus bzw. rein in meinen Kreis fallen und kann hier im Prinzip meine Blüten anordnen. Ganz easy. Und wie gesagt, wenn ihr hier die Vorlage nebenbei liegen habt, dann ist es total easy, weil da müsst ihr gar nicht so viel nachdenken. Oh Gott, welche Blüte, welches Blatt kann ich denn jetzt verwenden? Was passt denn da jetzt ran? Sondern ihr habt dann einfach die Vorlage nebenbei liegen. Das soll es euch einfach nur einfacher machen. Und dann müsst ihr nicht so viel nachdenken. Also ich hoffe, euch hilft das. Das sind jetzt alle meine drei Blumen-Dudel-Anordnungen. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Ich habe hier einmal einen Blumenkreis, ich habe ein Rechteck und ich habe einmal einen Blumenhalbkranz. Und ich habe eigentlich immer die ein und dieselben floralen Elemente benutzt, ja, so wie ich sie auch auf dem Freebie drauf habe. Wie gesagt, ich habe sie bloß anders angeordnet und dadurch sehen sie einfach so unterschiedlich aus und machen einfach total was her. Die Letterings habe ich noch hinzugefügt, so ein bisschen für euch als Inspiration. Vielleicht könnt ihr euch dadurch ein bisschen was abschauen. Und ansonsten freue ich mich erstmal, dass ihr bis zum Ende wieder dabei wart und zugeschaut habt und vielleicht auch mitgemacht habt. Und ich freue mich einfach aufs nächste Mal und sage bis dahin erstmal Tschüss!